Eine unscheinbare Tür an der U-Bahn-Station Gesundbrunnen ist der Eingang in die Berliner Unterwelt. Dunkle Welten heißt die Tour, die diese Menschen erleben. 90 Minuten lang geleiten Mitglieder des Vereins Berliner Unterwelten Besucher durch die geschichtsträchtigen Räume. Wir gehen dabei durch eine authentische Anlage des Zweiten Weltkrieges, beschäftigen uns damit, was hat die Bevölkerung Berlins während eines Luftangriffes gemacht, wie ist das im Zweiten Weltkrieg abgelaufen, welche Probleme gibt es, was haben die Leute gedacht, was haben uns Zeitzeugen erzählt. Das ständige Scheppern der vorbeirasenden U-Bahn verstärkt das bedrückende Gefühl unter Tage. Ältere Besucher erinnert das an die Fliegerangriffe im Krieg. Durch Schilder und Originaleinrichtungsgegenstände wirken die Bunkeranlagen, als wären sie gerade erst verlassen worden. Koffer stehen noch auf den Betten, selbst die Trockentoiletten sind noch vorhanden. Jeder Gegenstand hat seine eigene Geschichte. Die stammen aus verschiedenen Museen, teilweise aus Privathand und teilweise auch aus anderen Luftschutzanlagen. Als der Verein hier 1998 reinkam, war die Anlage komplett leergeräumt. Nur die alten Wandbeschriftungen haben uns eben gezeigt, welcher Raum für welche Funktion vorgesehen war. Und so wurde dann zusammengesammelt und dann wurden Räume neu eingerichtet mit alten zusammengesammelten Gegenständen. Rundgänge gibt es auch zur deutsch-deutschen Geschichte im Untergrund oder über Geisterbahnhöfe und vergessene Tunnel entlang der heutigen Linie der U8. Seit 1997 existiert der Verein. Anfangs gab es 9 Mitglieder, inzwischen sind über 300 Teil der Berliner Unterwelten. Das Wissen erschließen sie sich selbst in Vorträgen oder Büchern, bevor sie es an die Touristen weitergeben. Ich fand es sehr gut. Es war sehr aufschlussreich, eigentlich mehr als ich mir so vorgestellt habe. Tourguide Heike Miersch will mit ihrer Arbeit gegen das Vergessen ankämpfen und erinnern an die Schrecken der Kriege und die Teilung der Stadt. Spuren davon sind noch heute in den Berliner Unterwelten zu finden.